Spaziert, wie ihr dort gelesen habt, Pumping Erchan heute mit einem Video, wie viel unsere Home Gym gekostet hat und ob sich das auch rentiert hat, werde ich euch ein bisschen Informationen geben. Natürlich befinden wir uns in einem anderen Land, nicht in Deutschland, aber die Preise sind, glaube ich, weltweit gestiegen, deswegen hätten wir auch gedacht, dass wir hier viel günstiger einrichten können. Platz und Standort, das ist unbezahlbar, Freunde, weil wir haben hier wirklich einen grandiosen Standort, einer der schönsten Gebiete, und wir haben auch viel Arbeit gehabt, das in diesem Zustand zu bringen. Diese Kosten rechne ich nicht mit. Vielleicht kann die Jenny mal zeigen, so ein Fels war hier. Wir haben 2 Wochen lang mit 2 Kränen, und das waren so große Kräne, diese Fels hier weggemacht, damit wir überhaupt hier das bauen können, was wir gebaut haben. Die Geräte sind chinesisch, habe aber in der Türkei bestellt, und die Lieferung und auch die Bestellung ging reibungslos. Ich habe Wert darauf gelegt, nur die Geräte zu bestellen, die mich glücklich machen. Aber mittlerweile kommt auch Jenny damit klar, vor allem haben wir so viele Hilfsmittel, Gummis, das, dies, dass man auch damit sich wirklich richtig belasten kann. Hier haben wir einen Beinstrecker mit Beinbizepsfunktion, die kann man umstellen. Ich finde, die Geräte laufen gut. Also man hat den Zug gleich drauf. Ohne zu probieren haben wir die bestellt. Dann wollte ich unbedingt auch Ziehübungen haben, und nur Latzug, habe ich gesagt, ist zu wenig. Wenn man so ein Gerät reinstellt und so viel Platz in Anspruch nimmt, dann sollte wenigstens auch Rudern sitzen möglich sein. Also auch hier ein Kombigerät ausgewählt. Die, die ein Home Gym einrichten wollen und nicht so viel Platz haben, auf jeden Fall auf diese Sachen zurückgreifen. Auch das ist die gleiche Marke und es läuft erstaunlich gut. Hier haben wir die ganzen Hilfsmittel, ob jetzt Stangen für Trizeps sind. Diese Stange, SZ-Stange, haben wir aus Deutschland mitbringen lassen, weil hier die eben diese SZ nicht hinkriegen. Haben wir von dort, das sind alles von nächsten Geräten, das erkläre ich euch noch. Und weil Jenny eben zurzeit boxen geht, habe ich gesagt, okay, bevor du mich vermöbelst, kannst du hier dich austoben. Macht auch Sinn. Dann unser Hauptgerät eigentlich, um den Gerät herum haben wir alles hingestellt. Das ist ein Turm. Gibt es verschiedene Marken, von vielen Marken gibt es die. Die sind für mich, für Home Gym, ein Muss. Man kann, wenn man sich auskennt, mit diesem Gerät 200 Übungen machen. Und wenn man dann mit Gummi hängt und Hilfestellung für Klimmzüge, Trizeps, also unendlich viel. Man bräuchte eigentlich gar kein anderes Gerät, wenn man
diesen Turm hat. Was würde ich hier anders machen mittlerweile? Es gibt auch so einen Turm, die ist halt viel schwerer mit Steckgewichten. Das heißt, wenn während zum Beispiel Jenny hier trainiert, könnte ich hier nebenbei auch trainieren. Das ist hier nicht möglich, weil wir hier Gewicht zuladen und es ist nur ein Zug da. Also wenn ihr sagt, okay, Home Gym höchstens zwei Personen werden das benutzen gleichzeitig, dann reicht es voll aus. Aber wenn ihr sagt, okay, wir haben zwei, drei Kinder und die toben sich auch aus und wir haben Spaß gemeinsam zu trainieren, dann würde ich wirklich mit Steckgewichten kaufen. Ansonsten auch die Scheiben haben wir von dort bestellt, sind gummiert, wunderschön. Finde ich auch, dieser Turm läuft sehr, sehr gut, erstaunlich gut. Ich bin ja gewöhnt, mit alten Geräten zu trainieren, die 20, 30 Jahre alt waren, aber die sehr, sehr robust waren. Auch hier habe ich kein Problem, mich auszutoben und ich glaube auch irgendwann Muskel aufzubauen. Ja? Ansonsten haben wir nochmal Kurzhantel gebraucht. Das war ja auch wichtig. Wir haben Kurzhantel von 2,5 Kilo bis 30 Kilo Steigerung gekauft mit 2,5 Kilo Steigerung. Also auch das ist in dieser Preis drin, was ich euch erwähnen werde. Dann haben wir natürlich eine Olympiastange gekauft, was wir zum Kreuzheben, freien Bankdrücken oder auch Kniebeugen nehmen. Und SZ-Stange frei, dürfte natürlich nicht fehlen. Habe ich bis jetzt zwei, dreimal hergenommen, Jenny gar nicht, glaube ich. Nee. Damit mache ich eben Bizeps oder Trizeps über dem Kopf und so weiter. Was für mich mittlerweile sehr wichtig war, Freunde, ich habe ja wirklich Probleme gehabt mit der Lunge. Deswegen musste ich Lungenvolumen ein bisschen wieder hinbekommen, dass ich wieder gesund rumlaufe und vor allem ohne aus der Puste zu kommen. Deswegen Ergometer für mich sehr, sehr wichtig. Wie bin ich zufrieden? Es ist okay, aber ich hätte noch besseren kaufen sollen. Also spart an diesen Sachen nicht. Stellt euch vor, so ein Ergometer benutzt ihr, wenn ihr nur benutzt zu zweit, würde 10, 20 oder sogar 30 Jahre funktionieren. Deswegen auf 30 Jahre die Summe ist gar nichts. Laufband habe ich noch nie probiert, aber Jenny macht es auch mit riesen Display. Du kannst was dazu sagen, bist zufrieden? Voll. Ja, also Steigung geht bis 15, also von 1 bis 15 und Geschwindigkeit geht auch ganz easy. Also man kann einmal hier das ändern und Geschwindigkeit geht auch bis 15 km/h. Also man kann sich hier wirklich austoben. Es gibt auch eben verschiedene Programme, die habe ich allerdings nie benutzt, weil ich selber entweder HIIT-Training mache oder einfach ganz normal also ich laufen finde, gehe. Ja, ich finde, diese Laufband ist Qualität her viel höher einzustufen, wie die jetzt im Supermarkt gibt oder wo ihr für Home Gym bestellt. Die ist robust, groß, das benutzen viele Fitnessstudios sogar hier, ist aber kompakt, also nimmt nicht so viel Platz. Ich hatte in Deutschland einen, mein Gym, der hätte den kompletten Ding hergenommen, aber der war halt dann 20 km/h und 20% Steigerung. Hier hat man eben Boxen, man kann drüber Musik hören, ansonsten alles, was ein Laufband braucht. Und mir gefällt halt dieser riesen Display. Was auch sehr wichtig ist, Pulsmesser, Magnet hier. Das ist auch sehr wichtig, auch wenn nur, was weiß ich, 80% stimmt, macht Sinn. Auch hier bei dem Ergometer haben wir das. Dann haben wir die drei Kettlebells gekauft. Ich sehe sie manchmal trainieren. 6, 8 und 12 Kilo. Staubsauger zählen wir nicht dazu. Das ist auch gutes Armtraining. Also haben wir einmal Schrägbank gekauft. Kann man komplett flach machen und was auch sehr, sehr gut ist, geh mal auf die andere Seite, Jenny, bitte. Man kann einfach hier nehmen und die hin und her ziehen mit Rollen und robust, Freunde, die wackelt nicht. Also die wackelt nicht, die Wackler sind sehr, sehr schlimm und gefährlich für Schulter und so weiter. Und ein
geraden Bank gekauft, auch robust, auch mit Rollen. Also die Bänke waren Spitzenklasse, da kann man ja auch nichts falsch machen. Ansonsten, Freunde, hier, wenn ich euch erklären würde, was man hier alles machen kann. Man kann ein Gestell machen, wo man Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken machen kann. Ansonsten kann man diese Zusatzdinger hinmontieren, könnte man Bauch machen. Was ich nicht mache, Jenny macht es, auch hier könnte man die Olympiastange reintun und wie Coleman damals sich austoben. Also wir haben alles dazu bekommen. Natürlich haben wir eine Soundanlage gekauft, die muss ja auch sein, gehört ja auch zum Gym dazu. Und ganz wichtig, wir sind weggekommen. Wie überall auf der Welt trifft man nicht immer Menschen, die ihren Fach verstehen und Menschen glücklich machen. Wir haben hier diesen Boden bestellt, ist Kautschuk. Einmal gibt es kalt gepresst, kalt gegossen und einmal warm, oder? Warm gepresst und kalt gepresst. Genau. Die eine ist nicht gut, ich weiß jetzt nicht welche davon, weil die hier in der Türkei auf Spielplätzen und so weiter verlegt werden. Die lassen überhaupt keine Luft durch, Freunde. Und es fängt an zu stinken bei Hitze. Es fängt an zu stinken. Und hier haben wir mal zum Beispiel ohne Estrich erstmal drauf getan. Und es ist überall nass geworden gehabt. Und deswegen haben wir komplett alles abbauen, nochmal ein Estrich drüber gemacht. Aber ich habe jetzt auch gesehen, es ist immer noch nicht reibungslos. Also ihr kriegt die Beratung nicht. Ich wollte halt so einen Boden, weil ich sehr gerne auch barfuß trainiere. Das ist wie wenn ihr am Strand rumgeht, das ist gut für Fußgelenk. Aber auch hier habe ich jetzt gesehen, ist ein bisschen feucht. Wir haben hier brutale Feuchtigkeit, Freunde. Immer wenn wir in der Früh kommen. Die Scheiben sind eingelaufen, deswegen ist die Vegetation auch hier so. Deswegen muss man sich gut überlegen, welche Region, welche Material. In Deutschland hätte ich alles gefliest, wäre einfacher gewesen, wie hier. Hier wollten wir unbedingt die haben. Und vor allem, ihr seht ja die Gelben. Die Gelben waren schwarz. Oder auch mal rot. Die haben 19 Uhr, als dunkel geworden ist, uns beliefert, haben die gelb gestrichen, einfach verlegt und jetzt, wenn man drauf tritt, geht die Farbe ab. Aber ich finde, es geht um mich. Es geht um meine Gedanken. Die haben nicht gewonnen, die haben verloren. Ich habe hier 4, 5 Freunde, die auch ein Gym machen werden. Die Herren, die das gemacht haben, hätten auch die betreuen können, dürfen jetzt nicht. Das ist im Leben immer so. Seid fair, dann kriegt ihr mehr. Fair mehr. Seid nicht fair, dann wird um euch immer eng und irgendwann jammert ihr nur, ihr habt das gemacht, das gemacht, das gemacht und es hat nicht funktioniert. Okay, das ist nicht unser Thema. Wir haben für diese komplette Einrichtung, Freunde, Lieferung, Aufbau, alles was drauf ist, Scheiben bis 200 Kilo, ich glaube wir haben 200 Kilo komplett, wir haben 20er, 15er, 10er, 5er, 2,5er und mehrfach und eben wie gesagt 2,5 bis 30 Kilo. Ich habe mal in Deutschland einen Satz bestellt gehabt für mein Gym, die war allerdings bis 60 Kilo. Hab damals knapp 5000 Euro bezahlt. Also hier für alles nagelneu. Nagelneu. Und Laufband muss man hervorheben: das ist kein Home-Gym-Laufband, sondern es ist ein professioneller Laufband, wo man wirklich Jahre damit verbringen kann. Haben wir kompletten Preis 11.000 Euro bezahlt. Ist das günstig? Es ist nicht günstig. Hätten wir das vor 2, 3 Jahren gemacht, wären vielleicht 6.000, 7.000 Euro. Aber man kann das nicht mehr ändern. Allein die Spedition. Ich wollte von meinem Freund aus Deutschland Gym 80 was bestellen.
Aber die Spedition hätte viel mehr gekostet wie die Geräte selbst. Deswegen habe ich gesagt, macht keinen Sinn. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich kann mich damit abfinden. Wie bin ich auf die Geräte gekommen? Wir haben in einem Gym trainiert in Alanya, wo er diese Geräte hatte und ich war zufrieden, auch wenn man eben verstellen möchte und so weiter. Es geht reibungslos. Das war für mich entscheidend. Das war mein Kosten im Home Gym. Wenn ihr Räumlichkeiten habt, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Würde ich das nochmal machen? Ja. Weil wie viel wir zum Bauen gebraucht haben, das war so heftig, Freunde. Baustoff ist wahrscheinlich überall sehr, sehr teuer. Auch die Riesenfenster, Aluminiumrahmen, hitzeabweisend, schallgeschützt. Also, wenn die Räumlichkeit da ist, nochmal unbedingt machen. Es gibt keine Fehlinvestition, den ihr in euren Gesundheit und Stabilisation machen könnt. Man hat am Anfang Probleme, man muss sich hier umstellen, man steigt nicht Auto ein und sagt, okay, ich gehe Gym. Während sie kocht, kommt man runter, fährt halbe Stunde Fahrrad, vor allem auch Mitternacht, 2-3 Uhr, wenn man nicht schlafen kann, wenn Vollmond ist, einfach runterkommen, alles machen, nach Hause gehen. Es macht zu 100% Sinn und ich würde sofort wieder machen. Ich habe ja lange gewartet, 3 Jahre habe ich gesagt, okay, ich brauche kein Gym. Aber ich habe gemerkt, dass ich doch ein Gym brauche, ein Home Gym. Und das ist unser Home Gym. Wenn euch interessiert, die Größe ist 50 Quadratmeter, 10 mal 5 Meter. Also komplett ausreichend und man hat trotzdem für Bodenübungen, wie ihr seht, da, hier Platz, wenn man am Boden was machen möchte. 50 Quadratmeter Gym ist für mich ausreichend und ich glaube auch, dass es ein Luxus ist, wenn man sich das leisten kann. Und ich wünsche jedem viel Spaß beim Trainieren. Ich könnte viel drüber reden. Okay, Jenny, wir haben die Lampen nicht gerechnet. Wir haben auch die Fliegengitter nicht gerechnet, wir haben die Spiegel nicht gerechnet. Also, die Lampen, wir haben sehr viel reingetan, das sind Studiolampen. 18 Stück in eine Schiene, kein direkter Licht. Dann haben wir Spiegel nur nötigste gemacht. Das kommt natürlich dazu. Spiegel haben wir 350 Euro bezahlt und dafür haben wir 800 Euro bezahlt. Nochmal. Also 11.000 Euro habe ich gesagt. Es sind 12.500 Euro alles, was hier drin ist. In diesem Sinne, Pumping Ajahn, nächste Video kommt nächsten Sonntag. Ich werde, egal wie viele anschauen, euch damit beliefern, damit ihr nochmal im aktuellen Zustand von mir informiert seid. Bis dann, Freunde!